Wenn du SubNZBD benutzt, um Dateien aus dem Usenet herunterzuladen, ist dir bestimmt schon einmal aufgefallen, dass du für jeden Server eine Priorität eingeben kannst. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir nach dem Intro. Ganz allgemein legt die Priorität fest, welcher Usenet-Server als erstes verwendet wird und welcher als letzter. Die Software fragt also bei dem Server mit der höchsten Priorität als erstes an und arbeitet sich dann zu den nächsten Servern durch. Ein sehr gutes Beispiel, anhand derer ich jetzt die Prioritäten erklären kann, ist der Anbieter Frugal Usenet. Bei Abschluss eines Vertrages erhalte ich eine ganze Menge Serveradressen. Mit der ersten Serveradresse kann ich auf den Highwinds Backbone zugreifen und bekomme unlimitierten Zugang. Mit der Bonusadresse wiederum bekomme ich auf einen Backbone namens Usenet Farm Zugriff, allerdings ist dieser Zugriff auf 1,5 Terabyte im Monat limitiert. Als allerletztes bekomme ich einen Block News Account und der hat allerdings nur 300 GB pro Jahr Traffic, den ich hier verbrauchen kann. Wie trage ich diese Konten nun also so in SubNZBD ein, dass als erstes immer vom Unlimitierten geladen wird und dann erst die Limitierten an die Reihe kommen? Im Grunde geht das ganz einfach. Ich kann ja hier auf Server hinzufügen gehen und kann hier eine Priorität festlegen. Ich gehe mal wieder auf meine Server, die ich hier schon hinzugefügt habe und kann mir hier die Prioritäten anzeigen lassen. Und wenn ich auf Details anzeigen gehe, kann ich die auch jederzeit wieder verändern. Das heißt, ich muss genau schauen, welcher Server ist für was zuständig. Zum Beispiel gibt es bei Frugal Usenet diesen Server hier. Der heißt eu-news-frugal-usenet.com. Da ich geografisch offensichtlich in der EU sitze, ist der Server erstmal näher an mir dran und verspricht somit höhere Geschwindigkeiten. Der sollte also immer als erstes zum Einsatz kommen. Vor allem auch deshalb, weil genau dieser Server ja unlimitiert ist. Das heißt, SubNZBD fragt alle Dateien als erstes bei diesem Server nach. Und das funktioniert, wenn ich hier 0 als allerhöchste Priorität eingebe. Also steht ja auch hier, 0 ist die höchste, 99 die niedrigste Priorität. Sehr angenehm ist auch, dass SubNZBD die ganzen Server nach Priorität hier ordnen kann. Das heißt, die mit der höchsten Priorität sehe ich immer oben stehen. Was trage ich aber als zweites ein? Naja, es gibt noch einen amerikanischen Server, den kann man sich so ein bisschen als Backup eintragen, falls zum Beispiel der EU-Server gerade schlecht erreichbar ist oder einen Ausfall hat oder darauf zum Beispiel irgendwelche Dateien nicht zu finden sein sollten. Das wird wahrscheinlich nicht sehr häufig eintreten, aber kostet ja nichts, deshalb habe ich den USA-Server auch nochmal hier eingetragen. Der nennt sich news.frugalusenet.com. Der ist quasi identisch mit dem ersten, ist also auch unlimitiert und verschafft mir Zugriff auf den Highwinds Backbone mit einer Retention von 2600 Tagen. Aber was nehme ich jetzt als nächste Priorität? Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir nehmen bonus.frugalusenet.com als nächste Priorität. Einfach deshalb, weil ich ja immerhin hier großzügige 1,5 Terabyte habe und wenn auf einem der ersten beiden Server eine Datei nicht gefunden wird, dann kann er einem anderen Backbone einfach nachfragen und wenn sie dort gefunden wird, wird sie einfach von dort heruntergeladen. Der Highwinds Backbone ist ja einer der beliebteren Backbones, die Wahrscheinlichkeit, dass die Datei hier schon gefunden wird, ist ziemlich hoch. Und dass man jetzt hier nochmal 1,5 Terabyte im Monat überschreitet, ist wahrscheinlich für die meisten ohnehin unrealistisch. So, und als drittes natürlich den Block News Account. Hier kann ich dann einfach meine 300 GB, die ich ja aufs Jahr verteilt nur habe, ausnutzen. Sollte jetzt weder auf diesem Bonus-Server, also dem Server von Usenet Farm, oder diesen anderen beiden Servern eine Datei nicht gefunden werden, dann kommt als allerletzter Fallback noch dieser Block-Account. Und den möchte ich ja immer nur als allerletztes antasten. Hier habe ich ja nur 300 GB und die müssen mir über das ganze Jahr verteilt reichen. Hier bekomme ich auch Zugriff auf den Highwinds Backbone, allerdings auf deutlich ältere Dateien. Hier können die Dateien über 4600 Tage alt sein und nicht nur 2600 Tage, so wie bei den ersten beiden Servern. Jetzt zeige ich dir aber noch einen allerletzten Trick, den du anwenden kannst, wenn es um die Prioritäten in SubNZBD geht. Die ersten beiden Server, die ich hier habe, sind ja beide unlimitiert. Für mich spricht jetzt also erstmal nichts dagegen, beide parallel zu benutzen. Klar, der eine ist in den USA, der andere in der EU. Aber wenn ich hier zum Beispiel eine Seedbox habe, ja, ist das wahrscheinlich gar nicht so wild, denn die sind doch ganz gut miteinander verbunden. Deshalb gehe ich jetzt mal auf diesen zweiten Server hier und vergebe die gleiche Priorität, wie ich auch dem ersten Server vergeben habe.
Ich habe jetzt also beide auf der Priorität 0. Und ich würde mal sagen, wir probieren mal aus, was damit passiert. Ich gehe zurück in meine Warteschlange und füge eine 10 GB Testdatei hinzu. Jetzt kann ich hier schauen, wie die Verbindungen zustande kommen. Was ich jetzt sehe, ist eben, dass hier 50 Verbindungen aufgebaut werden, über die beiden ersten Server verteilt. Also hier 25 und hier 25. Und die Geschwindigkeit ist hier auch so ein bisschen verteilt auf die beiden Server. Anderen Server wiederum, die ja eine höhere Nummer bei der Priorität haben, also eine niedrigere Priorität, werden nicht angetastet. Und so lädt er jetzt eben diese 10 GB Testdatei hier herunter. Ich hoffe, ich konnte damit erklären, warum es Prioritäten gibt und wie du diese effektiv einsetzen kannst. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Affiliate-Link zu Frugal Usenet.